Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession. Ja, liebe Leute, ich habe mich mal wieder hingesetzt und habe gedacht, Mensch, wir könnten auch mal wieder Grandia-Parts aufnehmen. Ich habe ja nur schon knapp über 40 Parts Rune Factory schon aufgenommen. Das reicht jetzt mal für eine Weile. Und Harvest Moon habe ich ja auch immer noch bis Part 70 alles fertig. Das heißt, ich habe wieder Zeit für Grandia! So, und wir erinnern uns, im letzten Part haben wir zu Eintopf gedacht, aber gab es doch nicht. Und jetzt gibt es hier neue Gegner, wie ich sehe. Ich bin ja mal gespannt, wie wir uns gegen die schlagen werden. Steinmann. Oh, das nehmen wir einfach mal so zu. Und zu benutzt mal wieder Zauber. Oh, Power of Ice. Wir müssen ja auch ein bisschen irgendwie mal die Zauber trainieren. Okay, also Eis scheint da gar nichts zu bewirken. Dann machen wir es halt auf die konventionelle Art und Weise. Come on, everyone! Let's go! So, schwenkt ihre Puffy. Und dann versuchen wir mal die Gegner einzuschläfern. Ich denke mal so nicht, aber bringt auf jeden Fall Erfahrung. Ja, das Geräusch kennen wir nur zu gut. Fina tut mal so zu hauen mit der Peitsche. Ja. Nicht sehr effektiv, würde ich sagen. Aber immerhin effektiver als bei manch anderen. Ah, cool. Die haben mal was fallen gelassen. Yeah, hip hip hurra. Feuerstab. Werde ich doch gleich mal schauen. Wenn ich dann lassen werde, wie es mit dem Feuerstab so aussieht. Ausrüstung. 71. Dann geben wir das mal dazu und gucken uns. Da liegt was. Kraftsam. Benutze. Machen wir mit Justin. Hier geht's nicht weiter, okay. Dann ist das wahrscheinlich nicht der richtige Weg. Hier kommt man nicht weiter. Die Steine sehen ja aber aus, als könnte man sie wegfeuern. Und so ist es auch. Hier haben wir Gegner auf der Schatztruhe. Schatztruhe. Ich liebe Schatztruhen. Da sind immer volle Sachen drin. Flugschimmel. Ja, mit diesen Schimmelschildkröten werden wir uns jetzt noch öfters rumplagen. In der Ecke hier gibt es davon nämlich reichlich. Mühen sie mir vergeben, aber ich bin der Ansicht, da hätten die sich ein paar bessere Sachen einfallen lassen können. Also ich finde allgemein, manche Monster, oder ich sag jetzt mal Gegner, sind relativ unattraktiv. What the hell? Habe ich da gerade gerne in den Level 30 gesehen? Na, kein Wunder, dass wir den schlagen konnten. Was haben wir hier? Okay, Feueramulett. Nicht wirklich, sondern nicht interessant für mich. Ich sage immer, Angriff ist die beste Verteidigung.
einfach alle draufhauen. Da kann man nichts verkehrt machen. Ah, das wird irgendein Kraut sein oder so. No match for me. Ja, das wird voll der Held. Gegengift. Ja, Gegengift. Das heißt, die Monster können uns auch vergiften. Lass ich mich aber nicht sonderlich von beeindrucken. Ach, WTF, ich bin heute irgendwie sehr müde. Ich denke auch, dass ich versuchen werde, die Parts kürzer zu halten. Der Grund dafür relativ einfach. Die Hochladezeit ist epic lang. Also ich habe festgestellt, so ein 20-Minuten-Video braucht mindestens 24 Stunden. Und letztens, wo ich Room Factory Oceans hochgeladen habe, das dürfte der... Oh Gott, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher Part das war. Ich glaube, das ist 6. oder 7. Jedenfalls hier unser epic beast lang Part mit fast 40 Minuten. Der hat ganze 2 Tage gebraucht. Ja, ihr habt richtig gehört. 2 Tage. In der Zeit konnte ich nicht wirklich eben stoppen, was ich ja sehr gerne tue in letzter Zeit. Und ja, ich habe die Angewohnheit, wenn ich zur Arbeit gehe, dann... Ah, Gegner. Wenn ich zur Arbeit gehe, kurz vor 3, also 15 Uhr, dann schmeiße ich einen Part in den Upload. Wenn ich dann nach Hause komme und Glück habe, dann ist es schon so bei 50-70%, je nachdem wie lang das Video ist. Und wenn ich dann am nächsten Morgen irgendwann um 10 Uhr aufstehe, dann ist der Part schon oben und ich kann eben zocken, bis ich zur Arbeit muss. Was dann bedeutet, dass ich dann wieder den nächsten Part hochladen kann. Aber wie gesagt, es hat bei dem langen Part nicht geklappt. Deswegen muss ich echt darauf achten, nicht zu lange Parts zu machen. Ich fände es natürlich schön, wenn der Part nur so lange, wie ich arbeiten gehe, brauchen würde. Oder weniger, dass ich mehr hochladen könnte. Aber naja, so ist das Leben. Solange ich keine bessere Leitung habe, wird sich das wohl kaum ändern. Ach, mein Bruder ist beneidenswert. Wobei ich nicht weiß, ob er auch einen guten Upload hat. Der hat sich da von Vodafone so ein komisches Ding da zugelegt, das oben an seinem Haus festgemacht ist. Und ja, er meinte, damit hat er eine gute Geschwindigkeit. Ich meine, alles für sich, so Internetnutzung ist ja alles prima. Nur halt, wenn ich uploade, ist kacke. Und ich muss sagen, es war mal besser. Ne? Ah, ich sag euch, nimmt bloß nicht Telekom. Es sei denn, ihr habt eine gute Leitung von der Telekom, dann ist es okay. Aber nicht, wenn man hier bloß so irgendwas um die 700 kriegt. Das ist fail. Total. Oh, klasse, Justin hat blablabla. Wow. So. So, dann wollen wir mal gucken, wie es hier weitergeht. Oh, schon wieder so eine Schildkröte. Ach, ich liebe es. Nicht. Ist immer noch geil. Es ist halt... Also ich kann mich glaube ich zurückerinnern, dass es wirklich mein allererstes Rollenspiel überhaupt war, was ich hatte. Ich habe es mir irgendwie zusammen mit der ersten PS1, die ich mir zugelegt habe, geholt. Und ich hatte damals leider noch keine Memory Card. Die musste ich mir dann nachträglich besorgen. Ich habe meine PS1 dann laufen lassen müssen. Und an der Stelle, wo die erste CD endet, ist ja nicht mehr so weit hin, sag ich mal. An der Stelle musste ich halt, ich glaube, 2 Tage die
laufen lassen oder so, damit ich bis dann halt diese Memory Card kam. Ich konnte ja nicht die zweite CD anfangen, ohne zu speichern. Ihr kennt das, ne? So, dann will ich mal hier ein bisschen. Ach ja, machen wir mal hier so ein Ausbruchsied. Mal gucken, wie das Ding aussieht. Fina macht mal Euler. Auch wenn keiner überlebt, denke ich. Oh! Sie ist sogar schneller wie Gatwin. Macht keinen Schaden, oder? Nicht wirklich. Die Steinmänner sind zäh. Drachensplasher. Splash. Dings da. Dragon King Slice. Genau, das wollte ich auch sagen. Geile Attacke. Die werden wir auch irgendwann lernen. Wattel! Ich glaub's ja nicht. Die Steinmänner haben nicht mal einen Kratzer abgekriegt. Die sind wahrscheinlich aus Gold oder Diamant oder. Ach nee, Gold nicht. Aus Diamant wahrscheinlich. Kein Plan, aber. Die haben jedenfalls keinen Kratzer abbekommen. Außergewöhnlich bei den Gangeln? Du haust mal den da um. Weil er dich von hinten angreifen will. So. Okay, Sus. Neue Waffe scheint nicht wirklich zu wirken. Logisch. Waffen, die die Männer selber tragen, werden sie wahrscheinlich nicht verletzen. Ja, alright, wir haben gewonnen. Ich hasse Englisch, aber okay. So lange es noch die Audio-Ausgabe ist. Ach, mein Gott, wieso gehe ich andauernd? Das Spiel ist nicht langweilig, wirklich nicht. Nein, ich schwöre. Das ist so ein schönes Spiel. Ich würde meinen, wenn man das jetzt storymäßig von der Grafik her aufbessern würde, dann würde sich das sogar heutzutage, weiß ich wie viel Millionen Mal, verkaufen. Aber die Leute kommen nicht auf die Idee. Nein, da werden irgendwelche Filme gemacht und die werden nochmal ausgequetscht, aber Spiele von. Also alte Spiele aufzubereiten. Ich finde zum Beispiel auch Final Fantasy 7, wenn man das grafischmäßig aufbereiten würde, wäre das nochmal genauso gut. Und ich meine, heute hat man die Mittel und Wege, das zu machen, aber machen sie es? Nein! Ist ja alles schon mal da gewesen, aber nö! Wahrscheinlich, weil sie irgendwelche Lizenzen brauchen oder keine Ahnung. Machen sie lieber irgendeinen neuen Müll, der nicht mal im geringsten annähernd so gut ist. So, mal gucken. Ich muss hier wieder mit der Steuerung ein bisschen rumeiern. Ich sehe ein Mana-Ei, ich sehe ein Mana-Ei, lass mich vorbei. Einsteckt. Yes. So, und das hier ist eine Treppe, die uns nach oben führt. Eine Blättertreppe. Hahaha. Ja, und wo führt sie hin? Zu so einer Spindel oder wie das Ding heißt. Die Spinne, sondern Spindel. Oder Slippel. Slippel? Slippel. Ach, ist ja auch egal. Mein Gott, ihr wisst schon, was ich meine. Hat Justin einen schon mal? Ja, der hat schon Heilung. Dann könnte er ja mal zu heilen. Ja, kommt er natürlich nicht dazu. Wir sind der King of the Ring. So, 14 Minuten. Ich würde sagen, das wird dann mal für diesen Part reichen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn es weitergeht mit Grandia. Bis dahin sage ich Tschüssi, eure Tita Kenshi.